Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute finden wir raus, welche YouTuberin zu mir passt und mit dabei ist heute Celine. Guten Tag, Celine. Guten Tag. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit einem wunderschönen Test. Welches Tier magst du am meisten? Einhörner, Hunde, Katzen oder Elefanten? Da bin ich für Katzen, Celine. Nein. Was? Hunde sind viel besser als Katzen. Nee, Katzen sind besser. Nein, Katzen sind besser als Hunde. Nein. Katzen, nein. Okay, Leute, schreibt in die Kommentare Hunde oder Katzen. Ich bin für die Katze dort. Katzen sind mir lieber. Okay, was für Videos guckst du am liebsten? Entertainment und Beauty? Definitiv überhaupt gar nicht, Leute. Lifestyle? Auch nicht so sehr. Follow me around and challenges? Beauty Tutorials and Challenges. Also entweder ich gucke Beauty, Challenges oder Lifestyle. Dann gehe ich mal auf Lifestyle bei dieser Frage. Was gibt's denn noch? Ich hoffe, es wird besser mit dem Test hier. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink, rosa, schwarz oder gold? Es gibt einfach... Wo ist der Unterschied zwischen pink und rosa? Das ist doch genau dasselbe, nein, oder nein, Leute? Nein. Doch, pink... Pink ist so eine knallige Farbe, so eine Neonfarbe schon fast, weißt du? Nein. Rosa ist blass. Rosa ist eine helle Farbe. Okay, Celine hat mir gerade den Unterschied zwischen pink und rosa erklärt, Leute. Also das ist offenbar rosa und das ist pink. Alles klar, Mädels haben echt einen Klatsch. Gut, ich werde hier mal schwarz nehmen, weil das ist zwar eigentlich keine Farbe, aber ich mag Gold nicht so gerne und pink und rosa ist irgendwie das... egal, ich sag dazu nichts mehr. Celine, ich sag dazu nichts mehr. Ja, besser so. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Shoppen, reisen, mit Freunden chillen oder Beauty Days? Celine, was hast du hier für einen Test rausgesucht? Also, ich weiß hä? Nicht, ich habe irgendeinen... Das ist nur Beauty, Celine. Aber die Fragen wirken eher, als wären die für ein Mädel. Alter, okay, mit Freunden chillen nehme ich hier. Ich bin gespannt, was nachher dabei rauskommt. Das scheint der absolute Mädelstest zu sein. Was postest du auf Instagram? Bilder mit deinem Freund? Mit meinem Freund, ja. Mit meinem Freund, Leute. Selfies, Bilder von einem Model-Foto, ja. Ich glaube, wir haben gerade echt einen Griff ins Klo gemacht mit diesem Test, Leute. Ich bin sehr gespannt, was danach rauskommt. Ich würde sagen, erstens kommen Selfies hin, weil Bilder mit meinem Freund... Ich habe keinen Freund, Leute. Ich bin nicht, ihr wisst schon. Falls das jemand gedacht hat. Wie sieht deine Traum-Handyhülle aus? Glitzer, Einhornhülle, rosa mit Steinchen, Glitzer, aber so, dass mein Logo dann mal... Clean. Die Einhornhülle. Was ist deine Lieblings-Einhornhülle? Hau mal raus. Okay, ich würde nehmen... Ich glaube, Glitzer. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach Glitzer. Weil, Leute, man müsste mich schon echt erpressen, damit ich hier eine Wahl nehme. Was ist das denn? Einhornhülle, Glitzer, Steinchen oder Glitzer? Ja, das ist auch, das ist bei euch Mädels auch immer dasselbe, weißt du? Es gibt Rosa und Pink, dann gibt es Beauty und Beauty. Wo ist der Unterschied? Okay, alles klar. Nummer 7. Wie sehen deine Traumnägel aus? Okay, wir machen direkt weiter, Leute. Das ist so. Was hast du für ein Hintergrundbild auf deinem Handy? Ein Bild von meinem Idol, von mir mit meinem Freund, Bilder aus dem Internet. Ich habe gar kein Hintergrundbild auf meinem Handy, Leute, weil mich das überhaupt gar nicht interessiert. Ja, dann Bilder aus dem Internet. Bilder aus dem Internet, okay, nehmen wir das. Das kommt am ehesten wahrscheinlich hin. Ja. Wohin möchtest du mal reisen? Bali, Panama, New York oder Island? Ich denke Island, ich glaube, nee, New York würde ich eher. Ich würde eher nach New York, bevor ich nach Island gehe. Definitiv ist New York davor, aber Island möchte ich auch mal hin. Das soll richtig cool sein mit den ganzen Geysiren und so. Aber New York, da rein, boah, das wäre schon cool. Nächste Frage. Oh, letzte Frage schon, Leute. Dann werden wir diesen Test ausfüllen. Wenn du deinen Charakter mit einem Wort beschreiben müsstest, welcher wäre es? Hilfsbereit, lustig, verrückt, chillig. Ja, Celine, beschreib mich doch mit einem Wort, Celine. Wie ist mein Charakter denn? Also, hilfsbereit, Was? Bin ich hilfsbereit? Lustig. Ich bin voll hilfsbereit, Celine. Deine Momente, ich bin auch voll lustig, Celine. Also, was bin ich? Ich glaube, du bist am ehesten... Du bist eigentlich auch nicht so richtig chillig. Muss ich dann verrückt nehmen? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Ich nehme verrückt, Leute. Wir werden jetzt mal die Auflösung uns anklicken und gucken, was wir hier bekommen. Auswertung. Welcher YouTuber passt zu mir? Zu 50% sind sie Melina Sophie. Die ist super locker drauf, bla bla bla. Zu 20% Bibis Beauty Palace. Oh, jetzt verstehe ich, Lukas. Ich verstehe es. Das war kein Test, welche YouTuberin zu dir passt, sondern welche YouTuberin du am ehesten wärst. Bäh.
Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, zu 20% bin ich Bibi, zu 10% Dagi und zu 50% bin ich Melina Sophie. Alles klar. Das war. Leute, wir machen noch einen Test. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu einem Test, wo ich herausfinden werde, wer meine Lieblings-YouTuber bzw. meine YouTube-Partnerin wird. Leute, wer meine YouTube-Freundin wird. Welche Haarfarbe soll deine Traum-YouTuberin haben? Andere? Vor allem die erste Auswahl wünsche ich jetzt einfach andere. Hä? Okay. Schwarz, braun, ist mir egal, natürlich blond. Ich glaube, ich fände braun am coolsten, Leute. Ich mag auch blond, aber braun definitiv mehr und ich finde schwarz gar nicht so cool. Wie groß soll deine YouTuberin sein? Gleich groß wäre nice, größer als ich, ist mir egal. Alles okay, Hauptsache nicht 1,50. Das heißt wohl, Hauptsache nicht Bibi, weil ich glaube, die ist relativ klein, Leute. Hey, aber die Frage verstehe ich schon wieder nicht. Ja. Wie wollen die wissen, wie groß du bist? Du könntest ja rein theoretisch auch 13 sein und 1,52, ne? Stimmt. Das heißt, das ist ja. Okay, dann müssen wir müssen ein bisschen schummeln, Lukas. Wenn du jemanden willst, der groß ist, dann musst du sagen, größer als ich, weil ich glaube, die gehen davon aus, dass du so 1,60 bist oder so. Nee. Ich nehme. Gleich groß wäre nice, finde ich. Gleich groß wäre nice. Welches Essen magst du am liebsten? Burger, Pizza, Donuts, Pommes oder Gesundes? Ich denke, es ist Pizza. Ich hätte gerade Lust auf Pizza. Ich mag Pizza echt gerne, Leute. Was schaust du dir auf YouTube am meisten an? Beauty, Let's Plays, Comedy, Random Bullshit, nix davon. Ich denke, ich gucke mir am meisten Comedy, glaube ich, an, Leute. Es müsste am meisten Comedy sein. Ich glaube, der Test geht in eine bessere Richtung. Der wird besser laufen. Welche Haarfarbe hast du? Blond, schwarz, braun? Hab eine Glatze oder andere? Was habe ich denn für eine Haarfarbe, Celine? Ist das blond? Nee, ich habe kein blond. Hab ich braun? Nee, ist eher so hellbraun, ja. Hellbraun? Okay, ja. Nehme ich braun. Was ist dir an deiner YouTuberin am wichtigsten? Humorvoll und liebevoll? Dass sie leicht zu beeindrucken ist? Ja. Dass ich die Kontrolle habe? Was ist das für eine Frage? Aussehen und Aussehen. Hä? Es gibt zweimal... Was ist mit diesen Tests los? Ja, Celine, was ist mir denn am liebsten? Humorvoll und liebevoll, oder? Ja. Wie soll deine YouTuberin aussehen? Blond, sportlich? Ich hab doch gerade schon gesagt, dass ich braun mag. Brünett, dünn, schwarzhaarig, hübsch, gutes Aussehen. Aussehen ist nicht wichtig, Mann, wie oft warum noch. Warum ist jetzt die Eigenschaft an die Haarfarbe gekoppelt? Weißt du, alle so blond sportlich oder brünett dünn oder schwarzhaarig hübsch? Hä? Es gibt einfach brünett und sportlich gibt es einfach nicht. Es gibt nur brünett und dünn. Ja, was ist, wenn du... Und blond und hübsch gibt es auch nicht, Celine. Es gibt nur schwarz und hübsch. Okay, ich nehme mir einfach mal gutes Aussehen. Das ist, glaube ich, schon, das wäre ganz cool, meine YouTube-Freundin richtig gut aussieht. Welchen Charakter soll deine Traumfrau haben? Treu, liebevoll, witzig, fies, zurückhaltend, ich habe die Hosen an, humorvoll, verrückt und sexy. Ich nehme natürlich sexy, Leute. Bin gespannt, was da rauskommt. Soll sich deine YouTuberin schminken, wenn sie es nötig hat? Ich finde es widerlich, wenn die eine Tonne aufs Gesicht... Das finde ich wirklich so, Leute. Wenn sich ein Mädel einfach viel zu viel schminkt, ist das einfach nicht mehr cool. Achso, jetzt die Antwort ist doch, naja, wie hässlich wäre man denn sonst? Nee, Mann, die braucht bestimmt 5 Stunden oder sie braucht keine Schminke, um hübsch auszusehen. Ja gut, dann nehme ich lieber das Unterste, das kommt sogar noch besser an meine Meinung dran. Nummer 10. Würdest du deine Traum-YouTuberin YouTube-Video, würdest du mit deiner Traum-YouTuberin YouTube-Videos drehen? Ja, wenn das meine Traum-YouTuberin ist, würde ich das natürlich machen. Ja, Mann, die ist mega fame. Nee, will nicht auffallen. Ja, ich finde solche YouTube-Couples ganz cute. Ich finde, glaube ich, YouTube-Couples ganz cool. Es kommt darauf an, wie viele Abonnenten sie hat. Alles klar. Ja, das will ich. Okay, ich mache mal klar, wenn sie das will. Ist ja auch wichtig, dass sie das mag. Ich habe übrigens hier einige Spaßantworten gegeben, Leute. Das ist hoffentlich klar. Ich gehe mal auf die Auswertung. Ich bin gespannt, was wir bei diesem Test rausbekommen. Auswertung zu 40%. Deine Traumfrau ist Tamtam. Wer ist das? Das weiß ich auch nicht. Oh, wir müssen nachgucken, wer das ist. Oh, sie ist noch Single, Celine. Los. Alles klar. Du musst ein Outfit-Video oder so nehmen. Da sieht man immer so den Body. Mach hin, Werbung. Jetzt kommt meine YouTube-Freundin. Tamtam. Oh, die ist doch süß. Ja, ich glaube, die ist okay. Ja, und was sagst du?
Ihr wisst Bescheid, Leute. Gebt doch der Folge einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich... Was, wir machen das mal so. Ich habe eine Idee. Wir gucken nicht, welchen YouTuber Celine gerne hätte, sondern wir machen mal einen Test, wie gut kennt Celine abgegrieft. Wenn ihr das möchtet, gebt einen Daumen nach oben für diese Folge. Habt einen sehr schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.